Willkommen zurück bei Ari and the Secret of Seasons. So, jetzt geht's los. Was haben wir hier? Der Eingang ist mal sehr schön. Also irgendwas Cooles muss es ja hier geben. Ja, hier gibt's einfach mal nichts für uns. Oder komme ich hier hoch? Doppelsprung. No. Ich komme noch hoch. Aber ich denke, jetzt noch nicht. Okay. Der Eingang ist aber cool gemacht hier mit den Drachen. Okay. Dann... Was haben wir hier? Ein Fragezeichen. Wer ist da? Oh, hi. Sorka, die Kräuterkundlerin. Ari, was für eine Überraschung, dich hier zu sehen. Wie geht's dir? Und geht es deinem Vater gut? Mm-mm. Hallo Sorka. Meinem Vater ist immer noch so wie zuvor. Ruhig und traurig. Ich hoffe, dass es ihm bald besser geht. Ich bin mir sicher, dass das passiert. Es braucht Zeit. Vergiss nicht, dich gut um deine Mutter und um deinen Vater zu kümmern. Das werde ich. Aber was machst du eigentlich hier? Ich bin hier und sammle die üblichen Kräuter. Als die Kristalle fehlen, hat mich das ziemlich erschreckt. Das ganze Eis ist jetzt weg. Also habe ich mich gefragt, wie ich sie da oben erreichen kann. Normalerweise ist es ein bisschen steil, aber jetzt sieht es ziemlich unmöglich aus, daran zu kommen. Ich bin mir sicher, dass dich noch nie jemand gebeten hat, Kräuter zu sammeln. Aber würdest du mir welche von dort oben holen? Sie wachsen normalerweise auf dem Felsvorsprung. Ganz, ganz weit oben. Klettern überlass das mir. 3 Zweige sollten reichen. Einmal zu einem Tee ergibt das ein kräftiges Tonikum. Komm wieder, wenn du sie hast. Das werde ich. Oh no, überall die blöden Dornen. Also ich sehe rein gar nichts. Aber es hat funktioniert. Frag mich nicht wie. So, ich weiß gar nicht. Muss ich da schon lang? No. Ich glaube nicht. Also ich glaube, für die Dornen bekommen wir später noch irgendeine andere Fähigkeit. Da ja ganz am Anfang waren ja auch echt viele Dornen, wo ich nicht durch konnte. So. Dann hier komme ich später wieder lang. Dann mal weiter. Sammle 3 Pflanzen. Ja, ich komme wieder. Und dann gehen wir mal hier durch. Öffne. Sesam, öffne dich. So, was habe ich hier denn für ein Dörfchen? Aber erstmal ein bisschen looky looky machen. Okay, hier gibt's nichts. Nada, niente, gar nichts. Erstmal gleich auf die Dächer. So. Hier schön Feldarbeiter. Bisschen Essen säen. Huh. Oh mein. Was ist das? Schneekugel, oder? Also, ich glaube, so ist es nicht geplant, oder? Oh, ein Koch. Oh, hallo Ari. Du siehst so aufgeweckt aus. Kommst du mit uns, um zu essen? Es ist fast fertig. Ich warte nur noch auf den Fisch. Fisch? Ich mag keinen Fisch. Und außerdem,
bin ich auf einer wichtigen Mission. Ich habe keine Zeit zum Essen. Nun, mit leerem Magen kann man keine ordentlichen Abenteuer erleben. Ich bitte dich ungern, aber ich kann das Essen nicht unbeaufsichtigt lassen. Würde es dir etwas ausmachen? Bis zur Fischerhütte ist es wirklich nicht weit. Er wohnt direkt am Wasserfall unter dem Turm. Was ist für mich drin? Yes. Auch wenn du keinen Fisch magst. Es wird andere Dinge zu essen geben. Ich glaube, wir haben ein paar Äpfel rumliegen. Vielleicht sogar ein paar Kekse. Kekse, ich bin dabei. Kekse? Versuch einfach, dich zu beeilen. Ich will das andere Essen nicht anbrennen lassen. Wer isst Fisch? Was? Okay. Hol Fisch vom Fischer. Dann mal los. So, ganz viele Kiddies. Okay, dann mal. Und hier lang. Und zack. Und zu dir komme ich später wieder. So. Jawollo. Ja. Warum schaust du so besorgt? Warum? Schau mal da. Die Hälfte von meinem Werkzeug liegt auf dem Grund des Sees. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich traue, sie raufzuholen. Was ist, wenn der See wieder zufriert? Und um es noch schlimmer zu machen, steckt der Kran fest. Magst du es bitte vielleicht mal versuchen? Während ich den Griff hier unten ausprobiere, überlass das mir. Okay. Ja, ja, okay. Okay. Auf den Grund des Meeres. Ja, die Frage ist, kann ich überhaupt tauchen? Ich glaube nicht. Oder muss ich den? So. So, dort war der Fisch. Yes. So, den Fisch haben wir schon mal. Und ab geht's zurück. Und zack, zack, zack. Oh, schön. Ja, so. Wo ist er dann? Hier. Was? Du hast Fisch mitgebracht? Aber warum guckst du so? Fisch ist das Schlimmste. Hier, nimm sie. Du hast Fisch, wirklich. Ach, da fällt mir gerade ein. Du hast mir doch Kekse versprochen, oder? Habe ich das wirklich? Ja, das hast du. Kekse würde ich niemals vergessen. Nun, die Sache ist die. Ich wollte sie backen. Aber mir ist die Zeit ausgegangen. Tut mir leid, Ari. Ich bedauere es, dir eine leere Versprechung gemacht zu haben. Das tue ich wirklich. Der Hof hat 5 Dutzend Gerichte bestellt. Und ich kann es mir einfach nicht leisten, sein Vertrauen zu verlieren. Du meinst, sie sind wichtiger als ich? Du solltest sie sehen, wenn sie wütend sind. Egal, ich muss jetzt an die Arbeit. Ich bin mir sicher, dass das Rezept noch irgendwo in diesem Haus ist. Du hast ein Schädelfischmaske erhalten. Ja, sehr schön. Mhm. Ah, hier ist der Sensei. Hallo. Hast du was für mich? Oha. Gewandtheit. Level 2, Level 2. Gesundheit. So, erhöht den Konterschaden. Und Schleuder. Ich habe nicht mal eine Schleuder. So. Aber wir werden sicherlich bald eine bekommen. Holy shit. Ah, schau mal, die Kugel habe ich gar nicht gesehen.
Hi. Das war's. Hallo, Ari. Ja. Aber für eine Kiste lohnt sich der ganze Weg auf alle Fälle. So, das wäre geschafft. Ach, die Kugel, die habe ich echt nicht gesehen. Okay, dann mal wieder. Zack. So, was haben wir noch? Hi. Oh, holy shit. Boah, diese Keule ist kein Witz. 1200. Geschnitzt aus starkem Holz. Verdammt, das ist nur ein Scherz. Das ist nur ein Löffel. Ich weiß. Hier eine Schleuder. Verlass das Haus nie ohne Schleuder. Ja, die... Boah, 1200 für das Katana. Lecco mio. So, jetzt habe ich eine Schleuder. Ja, so schießt man. Zack, 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 zack. Unbegrenzt Kiesel. Kann ich hier irgendwas? Bäm. Okay. Das war ja mal. Ja, hier ist Sensei. Ich bin mal gespannt, was die Schleuder taugt. Feldarbeiter. So, hier haben wir noch. Hallo, Molly. Oh, hey, Ari. Mir gefällt dein neuer Look. Hallo, Molly. Geht's dir gut? Was ist passiert? Jungsprobleme. Garvin wieder, was? Was ist dieses Mal passiert? Der See war bis jetzt immer gefroren, darum dachte ich, wir könnten schwimmen gehen. Aber Garvin lachte mich aus und sagte, ich wäre verrückt. Vielleicht sollte ich ihn und den See einfach vergessen. Sag das nicht. Ich werde versuchen, mit ihm zu reden, Molly. Bin gleich wieder da. Wirklich? Danke. So, wo ist dieser böse Garvin? Ari, was ist das denn für ein Haarschnitt? Du siehst aus wie Flynn. Das ist jetzt egal, Garvin. Ich bin wegen Molly hier. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Sie ist meine Freundin. Und du hast sie zum Weinen gebracht. Sie wollte den See genießen. Es war noch nie so. Nie, nie, niemals. Darum, das ist verrückt, dort zu schwimmen. Klingt für mich nach Spaß. Klingt für mich nicht nach Spaß. Das neue Wetter ist doof. Wir sind früher jeden Tag Schlittschuh gelaufen. Wer weiß, ob wir das je wieder können. Juli ist jetzt ganz anders, aber das ist schon okay. Vielleicht für dich, für mich nicht. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie man dich ein wenig abkühlen kann. Okay. Voila. Wow. Ein Jahreszeitensphäre. Ari, wie machst du das? Liegt wohl in der Familie, Garvin. Sag Molly nächstes Mal einfach, dass du lieber Schlittschuh laufen willst. Pff, das weiß sie bereits. Ich möchte trotzdem noch wissen, wie du eine Wintersphäre gemacht hast. Wow. Das wirst du echt gerne wissen, aber wirst du nie erfahren. Was hast du, Garvin, gesagt? Was hast du gesagt? Sag's mir, sag's mir, sag's mir. Geh wieder mit Garvin sprechen, Molly. Ich denke, er wird dich dieses Mal überraschen. Bist du sicher? Ich hab dich mit der geheimen Lücke... Ich hab dich mit der geheimen Lücke im Zaun doch nicht in die falsche Richtung geschickt. Vertrau mir, Molly. Ich erinnere mich daran. Das hat Spaß gemacht und war auch ein wenig gruselig. Okay, bis später. Ciao. Yes, ein Seerosenhut. Eine schöne Seerose. Wer die anziehen sollten... Ich glaube eher nicht. So. Dich kenne ich doch, oder? Frau McCoy. Oh, hallo, Ari.
meine Liebe. Du scheinst in besserer Stimmung zu sein. Das ist wunderbar. In all meinen 72 Jahren habe ich noch nie eine solche Sommerhitze erleben müssen. Ich hätte eine Idee, wie ich dich abkühlen könnte. Es ist heiß. Heißer, als ich je ertragen kann. Ich bin zum Wasser in der Hoffnung gekommen, eine erfrischende Brise zu erwischen. Bislang hatte ich kein Glück. Ob du es glaubst oder nicht, ich mag Juli mit 1 oder 2 Grad unter dem Gefrierpunkt lieber. Na dann mal. Bitteschön. Gesegnet seien meine schneeliebenden Knochen. Eine Wintersphäre. Du hast eine natürliche Begabung für das Wächteramt, Ari. Beeindruckend, sehr beeindruckend, mein Kind. Vorsicht, da könnte ich mich gewöhnen. Yes. Quest abgeschlossen. Oh, 2 Münzen. Aber war... Hallo? War einfacher, als ich gedacht habe. Also die Quests sind wirklich nicht schwer. Und so. Was ist... Hallo? Okay. Ich glaube, das sagt gar nichts mehr zu uns. Das Problem... Kann ich tauchen? Nee. Nee. Tauchen kann ich nicht. Nein, keine Optionen. So, ich wollte hier, genau. Kristall, da im Wald ist, glaube ich, noch eine Kiste. Okay, da vorne ist noch... Ja, da geht es ja noch weiter. Da ist ein Baum, Okay, dann mal... die Kiste war, glaube ich, hier, oder? Hier oben. So. Dann hole ich mir mal die Kiste. Was ist das? Pilze? Okay. I'm the warrior. Ja, easy, Freunde, easy. Jaha. Oh, nee, das ist keine Tafel, aber... Danke für das Money. 45 Münzen. Sehr spendabel. So, was ich gerne noch wissen will. Was ist der Baum? So, ja. Dann mal hier lang, hier lang, hier lang. Und so. Jawollo. So, der Baum war irgendwo hier, oder? Ich glaube, da vorne, der rote ist es. Denke ich doch mal, das ist mal außergewöhnlich. Ja. Okay. Was zur Hölle? Wer seid ihr? Ah, ist es nicht der Prinz? Holy shit. Einfach umgerannt. Crocus! Little Ariel!
Apologies for the rush. Must be going. Grown-up business to attend to. Grown-up? You're only 3 years older than me. Oh, by the way, I like the new haircut. He likes my haircut. Er liebt meine Frisur. Wie süß. So, jetzt das Bäumchen. Okay. Hier bekomme ich... Das war ja mal ein Schuss in den Ofen, oder? Okay. So, also von den Bäumen bekomme ich wieder Energie. Okay, dann mal weiter hier lang. Zack, 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 zack. Ah, ich find's so cool, wie sie rennt immer. Dass sie nur die Hände auseinander macht. Cedric? Cedric? Warum ist der Clown von einem Praktikanten nicht zurückgekehrt? Hallo. Hallo du. Hast du vielleicht meinen Praktikanten gesehen? Nein, ich glaube nicht. Ich bin übrigens Ari. Jemand von den Einheimischen? Nun, das geht dich nichts an. Es ist für ein kleines Mädchen viel zu gefährlich. Lauf nach Hause, bevor sie zurückkommt. Bevor wer kommt? Die Hyänen. Unser Wagen blieb stecken, also habe ich Cedric vorausgeschickt, um Hilfe zu holen. Ich habe nur eine Sekunde lang weggeguckt und dieser Typ hat sich mit meinem Proviant davon gemacht. Wo ist Cedric? Mein dummer Praktikant sollte in Ostara Hilfe holen. Aber er ist immer noch nicht zurückgekehrt. Bei den Jahreszeiten, was für eine Plage. Ich vermisse das alte Jul, als es noch kühl, todlangweilig und verlässlich war. Ich konnte das Essen nicht kalt halten, also hatte ich es bereits als Verlust gewertet. Aber eine der gestohlenen Kisten enthielt die neuesten Perücken für den Adel in Ostara. Eine echte Tragödie. Warum sollten Perücken wichtig sein? Perücken? Weil sie der allerneueste Trend in Ostara sind. Einige der Adligen warten monatelang darauf, dass ihre Bestellungen eintreffen. Jetzt, wo diese letzte Lieferung weg ist, werden sich die Preise vervierfachen. Das ist nicht so schlimm. Aber die Beschwerden bei den Jahreszeiten, die Beschwerden der Kunden werden in die Höhe schießen. Und sie bezahlen gut. Mit ein paar Hyänen komme ich zurecht. Wohin sind sie abgehauen? Ich bin ihren Spuren auf der Straße zum Dorf gefolgt, aber ich würde dir vorschlagen, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen. Die Straße führt nach Ostara. Vor uns liegen viele Gefahren. Ich bewege mich nicht, bis die Wachen hier sind. Und dein Praktikant, Cedric? Er hat sich sicher von diesem warmen Wetter ablenken lassen. Wahrscheinlich tollt er gerade fröhlich herum und bekommt nichts gebacken. Ich hätte das wirklich wissen sollen. Vom Sommer kommt nichts Gutes. Sieh dir Lammastide an. Sonnenbaden und Strandbälle. Sie haben nie etwas zustande gebracht. Was für ein Tag, was für ein Tag. Es hat so gut angefangen. Gestohlenen Perücken. Ja, was haben wir hier? Eine schöne Mühle. Eine schöne Mühle. Mit gar nichts. Zack. Okay, hast du noch was für uns? Oder? Nö. Dann brauchen wir die Perücken, oder? Ich finde deine Perücken. Was habe ich hier? Anscheinend
haben sie einen Teil der Kisten hier fallen gelassen und sind angehalten, um eine Kleinigkeit zu essen. Ich sollte weitersuchen. Okay, dann mal. Wer bist du? Oh shit, das ist eine Wache. Holy moly. Ich glaub doch mal, dass es eine Wache ist. Eine Apfelspur. You're my dad. You're a stinker. Wer? Wer ist ein Stinker? Die hier? Ach, die sind doch. Ein paar kleine Pilze. Die können wir nichts, oder? So, easy. Ja. So, ich glaube, das war der letzte, oder? Was habe ich hier? Mehr Kisten, seltsam. Hyänen lassen normalerweise nichts zurück. Das macht keinen Sinn. Vielleicht hat jemand im Dorf etwas gesehen. Ich sollte mal ein bisschen nachfragen. Da vorne ist eine Wache. Okay, ein Händler. Mal schauen, was er hat für uns. Ja, sei gegrüßt. Nö. Ich mag jetzt noch kein anderes Aussehen. Aber danke. Ich komme später wieder. Ciao. Wer seid ihr? Hallo? Was macht ihr mit dem Sensei? Das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.